eine Erpressung unter Freunden. Ja, das frage ich mich auch und damit begrüße ich euch herzlich zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der... Man sieht sogar meine Augen. Ja, hör mal bitte ein bisschen leiser, dankeschön. Ja, in der letzten Folge haben wir den Hinurhof, na nicht unbedingt befreit, aber haben dort die Dorfbewohner oder die Familie, die dort gelebt hat, gerettet. Ja, von, ich weiß gar nicht, wie viel waren das, 5 Familienmitglieder, sind nur 2 übrig geblieben. Und ja, wir dürfen ihnen jetzt helfen, ihre verstorbenen Familienmitglieder zu beerdigen. Und ich muss ehrlich sagen, diese Quest, die ist mir neu. Die habe ich so vorher noch nicht gesehen. Gut, wenn ich vielleicht ihn jetzt anspreche, dann weiß ich, worum es geht. Aber mir ist die jetzt hier nicht bekannt. Warum? Warum muss? Weiß ich nicht. Was unserer Familie geschehen ist, ist furchtbar. Aber wie die Barden sagen, das Leben geht weiter. Meine Schwester und ich sind hier raufgekommen, um... Nun, um ihnen eine ordentliche Beerdigung zu geben. Mein herzliches Beileid. Vielen Dank. Doch ich muss euch noch um einen letzten Gefallen bitten. Mhm. Würdet ihr die Asche unserer Familie beisetzen? Myla und ich glauben, das wäre angesichts dessen, was ihr alles für uns getan habt, nur passend. Es wäre meine Ehre, euch zu helfen. Nee, das ist wirklich neu. Das ist mir wirklich neu. Leeres Grab vergraben. Ja, wer kennt es nicht? Es stehen schon Grabsteine. Vater war stark, standhaft. Vorab. Er hat unsere Familie zusammengehalten. Aha, das scheint ein Schornhelm zu sein. Was sind das für Hunde, die da? Mutter war unser Fels. Ich habe sie so sehr geliebt. Was mich aber jetzt ein kleines bisschen verwundert, wir haben 4 Grabsteine, aber nur 3 Personen, die wir begraben können. Na gut, hier war es mal ein 5. Aber wurde das schon für sie so vorausschauend angebracht, das Ganze, falls sie mal alle sterben sollten, eventuell? Wenn ja, wäre das sehr, sehr merkwürdig. Ich vermisse dich, Marek. Du warst ein verzogener Bengel, aber ich habe dich geliebt. Gesegnete Arkai, bitte segnet unsere Familie und die Erde, in der sie ruhen. Lasst sie Frieden finden und passt auf sie auf. Hat voll die großen Hände. Und vor allen Dingen bin ich voll groß. Warum bin ich denn so groß? Ich habe mich doch eigentlich total, also normal, mit einer Normalgröße erstellt. Nun, mein Vater ruht jetzt in Frieden. Habt vielmals Dank für eure Hilfe. Ihr werdet immer eine Freundin der Ino-Familie sein. Was bei dir und eure Schwester jetzt tun? Ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es zwar noch so viele Erinnerungen, aber zu zweit können wir den Bauernhof nicht in Schuss halten. Myla und ich verreisen vielleicht eine Weile. Wir statten Schornhelm einen Besuch ab. Oder Wegesruh. Dank euch werden wir uns ein neues Leben aufbauen. Lieber Wegesruh, da ist es nämlich sicher. Weil hier sieht mir das nicht gerade sehr sicher aus. Und was würde ich denn... Ich würde einfach mal kurz dort hinten zur Händlerruh gehen. Und das mal... entdecken wollen. Und ja, nein, auch lass mich wieder in Ruhe. Da müssen wir mal gucken. Moiras Hoffnung. Was wir in dieser Folge jetzt an Aufgaben erledigen werden. Muss ich da hoch? Und ich hörte da irgendwo schon so einen Dolm wieder vor sich hin. Hinflattern. Ah, hier haben wir das. Oh, Magierbuch. Oh, und eine Truhe. Oh, wir haben alle Bücher unter die Dwema gefunden. Oh, und wir haben ja noch eine Spur des Königs oder irgendwas anderes. Kann ich hier rüber? Die kann ich nur stehen. Oh, verdammt. Thron des Kluftkönigs gefunden. Meine Güte. Das klingt ja mehr als nur hochtraben. Wir haben wieder nichts zum Analysieren. Haben wir hier noch was zum Analysieren? Immer noch nicht. Sehr schön oder eher unschön. Aber hier mal was. Nehmen wir einfach mal das hier. Und haben damit alles wieder besetzt. Was ist das denn? Ich will es gar nicht wissen. Ich lasse es einfach alles in Ruhe. Die sollen sich um ihren eigenen Kram kümmern. Und was haben wir hier? Moiras Hoffnung in Atronagen. Wen haben wir hier? Adus. Was?
Adusadaro. Aha. Ihr trampelt herum wie... Runter, ihr Närrin! Wollt ihr, dass die Blutunholde uns sehen? Ja. Steh jetzt! Steh! Adusa braucht jetzt ihre Ohren. Nein, wartet. Schluss damit. Lasst uns reden. Ihr könnt Adusa helfen, ja? Was für Hilfe erbittet ihr euch? Was für Hilfe? Die nützliche Sorte natürlich. Ich wollte diesen Weiler eigentlich erreichen, bevor das Böse in ihm einfiel. Und dann nach Konstabler Maldrit suchen und ihm meine volle Unterstützung anbieten. Doch diese wurde aufgehalten und der Konstabler ist nirgendwo zu sehen. Moiras Hoffnung ist verloren. Ja, also kann man jetzt in Moiras... Was ist das Gegenteil von Hoffnung? Ja. Also was soll ich für euch tun? Geduld. Adusa wird es erklären. Die Überlebenden. Um sie geht es uns zuallererst. Wir gehen zusammen rein und... Nein, zu auffällig. Wir rücken getrennt vor. So ziehen wir weniger Aufmerksamkeit auf uns. Adusa hat bemerkt, dass ein paar Überlebende in Richtung der großen Scheune in der Ferne gegangen sind. Trefft mich dort. In Ordnung, ich treffe euch dann in der Scheune. Ihr geht zuerst. Dann wird sich Adusa davonstehlen. Weniger Chance, dass wir beide so von diesen verfluchten Kreaturen gefangen genommen werden. Kann ich euch ein paar Fragen stellen, bevor wir Moiras Hoffnung betreten? Wenn ihr müsst, aber beeilt euch bitte damit. Überlebende haben die schlimme Angewohnheit, zu Tode zu kommen, wenn man sie unbeaufsichtigt lässt. Das kenne ich, aber wo bin ich jetzt genau hier? Diese sagt es euch, damit ihr es wisst. Dies war einst ein friedlicher Weiler namens Moiras Hoffnung. Jetzt ist er ein Katastrophengebiet. Naja, was ist hier los? Muss Adusa denn alles erklären? Ja. Seht euch um. Die Leute aus Moiras Hoffnung wurden entweder in Blutunholde oder in Futter für Blutunholde verwandelt. Adusa kann nichts dazu sagen, was die Hintergründe dieses ganzen Grauens angeht. Wer genau seid ihr? Jemand, die sich wünscht, sie wäre rechtzeitig hier eingetroffen, um diese Tragödie abzuwenden. Aber wenn Wünsche Fische wären, wäre Adusa eine äußerst glückliche Katze. Diese ist hier, um zu helfen. Und jetzt bitte, die Überlebenden brauchen uns. Alles klar, gut. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. Wir müssen nur gucken, wo die sich jetzt hier befinden. Alles gut, nicht gleich hier aggressiv werden. Ihr habt doch genug zum Essen, leider. Da watschelt einer hin. Und da hängt sich schon wieder alles auf, genau wie es nicht sein sollte. Bleibt zurück, Vampir! Ich durchbohre euch mit diesem Schwert hier! Beruhigt euch, Glatthaut. Euer Mut ist bemerkenswert, aber hier völlig unangebracht. Wir sind hier, um zu helfen. Sind wir das, Adusa? Und wie soll ich euch bitte vertrauen? Diese hätte euch jederzeit überwältigen können. Tretet zurück. Sonst wird Adusa euch dieses Schwert dorthin schieben, wohin die hellen Monde nie scheinen. Was? Wie könnt ihr es wagen? Oh, in Ordnung. Dann setze ich mich einfach hin oder so. Genau, das macht ihr richtig. Sterbliche. Man zeigt ein wenig Interesse und das ist der Dank dafür. Und wo ist der Konstabler? Warum ist er nicht hier? Aber das ist ein Rätsel für ein anderes Mal. Die Überlebenden sind unsere Priorität. Dennoch, diese Vampire, sie sind besonders ungewöhnlich. Was meint ihr mit ungewöhnlich? So viel Präzision, so viel Koordination. Nur selten habe ich gesehen, dass sich Vampire wie eine Armee und nicht wie eine wilde Horde verhalten. Das war kein Raubzug, das war eine Besatzung. Wir müssen rasch handeln. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Feind auf uns aufmerksam wird. Erzählt mir mehr über den Konstabler. Ihr stellt viele Fragen, wie ein Junges, das zu viel Mondzucker geschleckt hat. Konstabler Maldrit ist ein Freund, ein vertrauenswürdiger Kontaktmann. Wir haben früher schon zusammengearbeitet. Und wo wir gerade von der Arbeit sprechen, habt ihr nicht ein paar Überlebende zu retten? Ja, aber es bleibt immer Zeit für Fragen. Dieser Einheimische, er nannte euch ein Vampir? Das bin ich, ja. Ihr habt doch sicher inzwischen gemerkt, dass nicht jeder Vampir ein Monster ist. Adusa hofft, dass euch das kein Unbehagen bereitet.
Es gibt immer noch Überlebende, die unsere Unterstützung brauchen. Ja, alles gut. Wie lautet der Plan? Ihr bleibt hier und beschützt diese Einheimischen. Ich ziehe los und suche nach weiteren Überlebenden. Ja. Nein. Nein, das machen wir umgekehrt. Natürlich. Es ist besser, wenn ihr sucht und Adusa bleibt hier. Haltet Ausschau nach Hinweisen auf den Konstabler. Ich werde versuchen, mehr über unseren Feind zu erfahren, während ihr weg seid. Naja, macht das ruhig. Ich gehe einfach als Sterbliche zu den Vampiren. Ich meine, sie ist ja auch ein Vampir, da wäre sie nur Artgenossen und kann dann wahrscheinlich dann nicht mit dem Vampirismus infiziert werden, aber es ist ja egal, meine Gesundheit ist ihr wurscht. Warum hängt denn das jetzt auf einmal wieder so extrem? Das gefällt mir ganz und gar nicht. Die Tatsache, dass ich so viele Vampire jetzt auf einmal hier habe. Oder Blutunholde. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vampir und dem Blutunhold? Ist er Blutunhold einfach nur eine Art von Tier und hat jetzt keine Intelligenz mehr? Oder... Und Vampir, der hat nur seine menschliche Intelligenz und ist jetzt nicht nur so, brutal, also hier folgt den Instinkten, sondern hat noch ein bisschen Grips im Köpfchen. Oder was genau ist denn da der Unterschied zwischen diesen zwei Vampir-Varianten? Göttliche, rettet mich! Bitte, ich trete eurer Armee bei. Wirklich, das werde ich. Tötet mich nur nicht. Wovon sprecht ihr? Oh, ihr seid gar keine von denen, oder? Sehe ich so aus? Den Göttlichen sei Dank. Sie sind einfach in die Stadt marschiert. Als würde ihnen hier alles gehören. Diese eiskalte, grauenhafte Frau. Sie hat den Soldaten etwas zugeflüstert. Und dann begannen die Leute, sich zu verändern. Zu verändern? Wie denn? Die Frau machte eine seltsame Geste. Und die Einheimischen fingen an, sich in Blutunholde zu verwandeln. Dann ist sie einfach weggegangen und hat ihre Gefährten... Sie waren so schnell, so stark. Sie begannen, die Leute in Stücke zu reißen. Jeder, der sich nicht verwandelte, wurde angegriffen. Kommt, wir müssen nach anderen Überlebenden suchen und uns zur Scheune aufmachen. Genau. Andere Überlebende? Ich hatte es nicht zu hoffen gewagt. In Ordnung. Geht voran. Kann ich die trotzdem jetzt alle hier mitschleppen? Oder stirbt die dann? Und warum hängst du so extrem? Ich habe gar keinen Grund dafür. Wir sind ja nicht mal in der Nähe von irgendeinem großen Ladepunkt. Also. Okay, der hat das nicht mehr geschafft. Der Celeste. Bitte. Ja, ja, ich will aber mit. Achso, du bist Celeste. Und das war der Frederik. Achso. Ein FPS, das nenne ich mal Leistung. Das zerrissene und zerbissene Fleisch dieses kürzlich ermordeten Opfers weist für solch einen gewaltsamen Tod erstaunlich wenig Blut auf. Tja, ich wurde der auch einfach ausgesaugt und hat dann gar kein Blut mehr zum Bluten. Aber schön, dass wir hier alles mitnehmen können, das gefällt mir. Und die Tante ist jetzt weg. Wo man denn jetzt wieder hingegangen ist. Ich hoffe mal in die Scheune. Und der lebt auch noch sehr schön. Kashid, haben wir das schon? Ich kenne den Stil bereits. Aha. Aha, alles klar. Macht schon! Versuchen wir es! Ich sterbe lieber im Kampf, als in eine dieser bemitleidenswerten Kreaturen verwandelt zu werden. Ich gehöre nicht zu denen. Ich bin hier, um euch zu retten. Nun, das ist eine Erleichterung. Finde ich auch. Ich war mir sicher, dass ihr mich umbringen würdet. Ach, ich doch nicht. Ich wünschte nur, ihr wärt rechtzeitig gekommen, um meinen Vater zu retten. Was ist eurem Vater zugestoßen? Sie nannten sie Leraya. Sie hat verlangt, dass wir uns aufstellen, um ihren Segen zu erhalten. So hat sie es genannt. Ihren Segen. Mein Vater fasste sich als erster ein Herz und sagte ihr, wohin sie sich ihren Segen schieben kann. Sie hat ihm die Kehle herausgerissen. Das ist zwar eine starke Frau. Ihr habt mein Beileid, aber wir müssen uns in Sicherheit bringen. Natürlich. Ihr habt recht. Ich weiß, dass ihr recht habt. Geht voran. Mhm. Mal gucken, ob wir die Celeste jetzt nochmal finden. Oder ob die jetzt für immer verschollen ist. In Meuras Hoffnung. Oh, die ist irgendwie weg.
Irgendwie ist die Frau jetzt weg. Ich weiß, wie ich mit eurer Art umzugehen habe. Wenn ihr näher kommt, trifft euch das direkt ins Herz. Ganz ruhig. Ich bin hier, um euch zu retten. Da, wo ich gerade bin, bin ich völlig sicher. Vielen Dank der Nachfrage. Ich habe eine scharfe Klinge und reichlich zu futtern. Es ist richtig gehend gemütlich. Aber diese verdammten Blutsauger haben die Einheimischen in ihre wilden Kettenhunde verwandelt. Das ist durch und durch niederschmetternd. Die Göttlichen sollen sie alle holen. Ihr werdet in der Scheune bei den anderen Überlebenden sicherer sein. Es gibt noch andere Überlebende? Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Ich werde euch folgen, aber wir müssen sehr vorsichtig sein. Diese Kreaturen sind nicht wie andere Vampire, wie ich sie aus Büchern und Geschichten kenne. Sie sind eher wie eine götterverdammte Armee. Gut, hier ist dann der Ausgang und da habe ich schon den Dolm. Okay, nehmen wir einfach die mal hier. Ja, überlasse ich euch. Ja. Ich übernehme den nächsten. Ja, sicherlich. So sieht ihr schon aus. Also, ob ihr das könntet. Denen haben wir es gezeigt. Ich habe es denen gezeigt. Oh, jetzt haben wir alle gerettet. Vampir oder Blut und Hold. Ihr werdet vor Adusas furchtbar flinken Klingen fallen. Oh, als ihr weg wart, hatten wir ein paar Besucher. Natürlich nichts, womit Adusa nicht zurechtkommt. Aber wir sollten nicht viel länger an diesem Ort bleiben. Ich habe so viele Überlebende gefunden, wie ich konnte. Ja, das ist Adusa aufgefallen. Weniger als erhofft, aber mehr als erwartet. In der Zwischenzeit hat diese erfahren, dass die Vampire hier einen Kommandanten zurückgelassen haben. Er ist oben, im Haus auf dem Hügel. Solange er Moiras Hoffnung kontrolliert, kann sich diese Ortschaft niemals erholen. Ein Vampirkommandant. Militärisch gesinnte Vampire brauchen eine Struktur. Warum ist das so überraschend? Aber wir haben dringendere Angelegenheiten. Ich werde die Überlebenden aus der Stadt schaffen. Ihr müsst euch um den Kommandanten der Vampire kümmern. Alles klar. Trefft uns auf der Straße, sobald die Tat getan ist. Natürlich mache ich das. Und ich hoffe mal, ich werde jetzt nicht vom Vampirismus befallen, weil das wäre sehr ungünstig für mich. Denn eigentlich... Es ist immer ein Risiko, was Sterbliche eingehen, sobald sie auf Vampire treffen. Wäre es eigentlich mal sinnvoll, dass ich mir überlege... Ach nein, das war jetzt ja nicht so schlau von mir. Dass ich vielleicht mal ein Vampir wäre. Vampir sage ich schon. Ein Werwolf werde. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich an die Prinzipien von Dienen und Beschützen geglaubt habe. Aber vor kurzem wurden mir die Augen geöffnet. Und so viel hat sich verändert. Ich habe jetzt eine neue Sache, für die ich mich einsetze. Neue Verbündete, die ich unterstütze. Wenn ich bei all dem eines bedauere, dann die Tatsache, dass ich mich jetzt gegen meine liebe Freundin Adusa Darrow stellen muss. Wir kennen einander schon so lange. Es ist mir fast unmöglich, mir vorzustellen, dass sie sich jetzt gegen mich stellen wird. Ich habe die leise Hoffnung, sie der wunderschönen Liraya vorstellen und sie von unserer Sache überzeugen zu können. Aber ich fürchte, dass meine Mühen vergebens sind. Sie ist endgültig Verandes Banner legen und ich bezweifle, dass ich das irgendwie ändern kann. Und so befürchte ich, dass... am Ende die stolze, mächtige Adusa Darrow sterben muss. Sollte ich die Ereignisse niederschreiben, die zu meiner Offenbarung geführt haben? Nein, die Zeit ist knapp und ich habe im Moment zu viel zu tun. Sicher bleibt später noch die Zeit, diese Seiten mit der Weisheit zu führen, die mir gewährt wurde. Fürs Erste reicht es, wenn ich festteile, dass Liraya kein Monster ist. Ich bin doch ziemlich fasziniert von der Frau und freue mich darauf, mehr Zeit in ihrer bezaubernden Gesellschaft verbringen zu dürfen. Ihre Worte und Taten haben mich bewegt. Ihre Vision ist jetzt meine Vision. Ihre Ziele sind jetzt meine Ziele. Und das alles beginnt hier im beschaulichen Dorf Moiras Hoffnung. Die Dorfbewohner hier sind entweder kurz davor, unserer Sache treu ergebenen Blut und Holde zu werden, oder sie sind bereits tot oder liegen im Sterben. Bald schon bringen wir dieses Geschenk von Lirayas Segen nach ganz Kluftspitze. Und dann wird ruhmreiches Chaos herrschen. Ja, und was ist denn mit dem Chaos? Warum will man denn mal um den Chaos stiften? Was soll denn das? Hallo, wer seid denn ihr? Maltred? Das ist doch hier der Konstabler. Redet ihr gar nicht mit mir und sagt, ich werde euch gleich vernichten oder schön, dass ihr kommt. Ich habe schon auf euch gewartet. Und weg war er. Da ist er von uns gegangen.
Maltred, ihr habt weise gewählt, als ihr euch entschieden habt, euch uns anzuschließen. Ich habe damit begonnen, die Bewohner von Moiras Hoffnung in Blutunheute unter eurer Kontrolle zu verwandeln. Eure Aufgabe ist ganz unkompliziert. Sorgt dafür, dass der Vorgang bis zum Ende abläuft und es keine Überlebenden gibt. Jeder, der nicht umgewandelt wurde, sollte an die Blutunheute verfüttert oder anderweitig ohne Zögern und Gnade beseitigt werden. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, sammelt ihr die Blutunheute und wartet auf weitere Befehle. Fürstin Neraya Moncler. Ach ja. Ich mag ambitionierte Frauen. So, Adusa Daro, ich habe jetzt diesen Konstable Maltred niedergestreckt. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel über eure nicht vorhandene Beziehung erfahren. Dass ihr euch eigentlich relativ nahe standet, aber jetzt ist er weg. Das heißt, ihr steht euch jetzt nicht mehr so nahe. Huch, da seid ihr. So wie ihr schaut, denkt Adusa, dass ihr erfolgreich wart. Der Vampirkommandant ist tot. Ich habe den ich habe den Befehlshaber der Vampire getötet. Sein Name war Maldred. Maldred? Das ist doch der Name des... Nein, dieser krallenlose Verräter! Adusa wünschte nur, sie hätte ihm selbst den Garaus machen können. Ihr habt euch gut geschlagen, fünf Kralle. Adusa wird dafür sorgen, dass diese Leute eine sichere Zuflucht erreichen. Danach habe ich selbst noch ein paar Dinge zu erledigen. In Kluftspitze geht etwas Dunkles vor sich. Ach, wirklich? Fünfkrallige. Verliert nicht den Kopf und bleibt wohlriechend. Was ihr hier gesehen habt, ist nur der Anfang. Wohin werdet ihr die Überlebenden bringen? Adusa wird die Überlebenden nach Raureiftal bringen. Dort sollten sie einigermaßen sicher sein. Entschuldigt, aber diese muss erst noch verdauen, wie schnell diese Blutunholde erschaffen wurden. Und dass der Konstabler sie verraten hat. Was ist mit den Blutunholden? In der Regel entwickelt sich ein Vampir im Laufe der Zeit zurück, bis er irgendwann schließlich zu einem geistlosen Blutunhold verdorrt ist. Der Vorgang, den wir in Moiras Hoffnung beobachten konnten, verlief völlig anders. Der Blutfluch schien seine Opfer beinahe sofort in Blutunholde zu verwandeln. Es tut mir leid, dass der Konstabler die Stadt verraten hat. Ja, die Kunde über die Geschehnisse hier muss unbedingt meinen Herrn, den Grafen Verandis, erreichen. Oh. Es gibt noch viel zu tun und die Zeit drängt. Ja, bitte mal schnell reden. Ja, tatsächlich bereits so weit nach Süden vorgestoßen. Ja, okay, gut. Oh, schaffe ich das? Tut mir leid, dass ich sie gerade so unterbrochen habe, die gute Adusa Daro. Aber ich muss mich mal ganz schnell hier auf den Weg machen. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt einfach mal den Osten so weit fertig. Hier die Ecke dort unten eben nach Schornhelm gehen. Und warum ist denn das jetzt wieder so? Das macht gerade wieder total viel Spaß. Wie gesagt, ich habe eigentlich einen relativ guten PC, beziehungsweise eine relativ gute Internetverbindung, aber irgendwie, ja, ist in letzter Zeit nicht so. Warum sind auf einmal so viele? So. Was ist denn der Typ jetzt hier? Wo ist dieser kleine Abnurtan hingegangen? Das weiß ich nicht. Also das ist nicht bei mir, das wüsste ich sonst. Ach, so einfach kann das gehen. So einfach ist das alles hier. Aber schon erstaunlich, wie viele ich mich sich aktuell hier befinden. So. Haben wir unseren ersten Dolmesser auch erledigt? Ja, sehr schön. Ja. Und nun kann ich mal kurz dorthin gehen. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwie ein Magierbuch. Und wir müssen noch 12 hier finden. Und da haben wir noch eins. Sehr schön. Und dann würde ich mal sagen, was haben wir hier denn? Nein, okay. Ach nein, okay. Ich weiß, es war eine Drohe dort hinten, aber nee, noch nicht. Das muss ich mal ganz schnell zum Weg schreien und dann machen wir in der nächsten Folge den Marisette hier. Das ist das Problem, wenn es gerade ein bisschen wie leckt und man nicht weiß, wo man hinrennt.
was Schönes? Nein, okay. Nun gut, gleich haben wir einen Wegschrein. Und da haben wir sogar noch ein Gewölbe. So, sehr schön. Der Wegschrein der blutroten Grabhügel entdeckt. Yay, toll. Da bin ich ja ganz beruhigt bei diesem Namen, was dann auf uns zukommen wird. Und ich würde mal sagen, an der Stelle beende ich die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir mit der Marisette hier mal kurz sprechen. Wir werden die blutroten Grabhügel abschließen und werden dann vielleicht die Kummerkrypta noch in Angriff nehmen. Dann würde ich einfach sagen, gehen wir dann hier rum. Oh, Rauchreiftal. Ah, sehr schön. Und werden dann einfach dann von hier dann nach dort gehen. Und dann werden wir mal gucken, wo wir dann hingeschickt werden. Und ja, ich bin ganz gespannt, wie viele Folgen wir jetzt benötigen werden, um die Kluftspitze dann abzuschließen zu können. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr in den kommenden Folgen mit dabei seid. Das ist eine schöne schöne Fellfarbe. Dass ihr in den folgenden Folgen mit dabei sein werdet und dass euch die heutige Folge natürlich gefallen hat.